herzlich willkommen in Barcelona zum zweiten Mal. Mitten im Geschehen, nicht nur hier bei den Tauben, sondern auch hier in Katalonien bei der ganzen politischen Diskussion. Jetzt sind wir in der Wohnung angekommen und direkt mitten im Geschehen hier. Krass. Gucken auch alle. Und mit Basti. Was geht, Leute? Mit Basti. Denn es ist unser erster europäischer Außeneinsatz mit Maha Productions. Genau. Unserer kleinen Filmproduktion. Wir haben einen Kunden, der hier vor Ort ein Event hat und das verfilmen wir. Und ja, die nächsten Tage werden also spannend. Oh ja. Und auch spannend. Ein bisschen witzig vielleicht. Also auf geht's, viel Spaß mit dem Video. Schwer in Action. Ja, das Hotel, in dem wir hier shooten, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Boom. Barcelona, Strand. Oh, Tag 1 beginnt, Tag 1 der Dreharbeiten hier in Barcelona. Das Wetter passt. GoPro ist installiert an einem ganz besonderen Ort. Hier oben auf der Dachterrasse findet gleich der Empfang statt. Bisschen Schiffchen, Hotel, bisschen Basti. Jetzt hier wird hier erstmal feinsten Lachs. Darf ich Ihnen Wasser servieren? Sehr gerne, Herr Brutzer. Gracias. Was ein Arbeitsplatz, Basti, ja? Kann man auf jeden Fall machen. Hier, der Apparat. Funktioniert gut. Das Krasse hier in Barcelona ist gerade wirklich, dass sehr viele Menschen auf den Straßen sind, eben wegen der Abstimmung ihres Parlaments zur Unabhängigkeit, die heute stattgefunden hat. Wir bekommen das richtig mit, eine richtig brodelnde, heiße Stimmung neben der Arbeit. Spannend. Okay, der erste Tag ist vorbei, jetzt geht's pennen und auf in den nächsten Tag. Basti, bist du fit? Ja, sicher. Weiterer Arbeitstag, mehr oder weniger im Paradies und auch nahezu der letzte Tag, den wir filmen. Morgen noch ein kleines bisschen, aber heute ist wichtig. So, der Hauptteil der Aufnahmen ist jetzt beendet. Wir haben jetzt schon Tag 2,5 und sind sehr happy mit dem, was wir bisher erreicht haben. Na, zum Vloggen bin ich leider die ganze Zeit nicht gekommen, aber ihr seht, Barcelona hier, der stellt sich gerade von der besten Seite dar. Wir haben ein super schönes Hotelzimmer hier in dem W-Hotel bekommen und der Ausblick ist echt phänomenal. Ich glaube, in so einem schönen Hotelzimmer war ich noch nie. Wir haben hier auch alle Kameras am Laufen. Timelapse, GoPro, hier ist der gesamte Raum mal, inklusive Riesendusche, bam. Toilette mit Meerblick. Und wie ist es hier? Also, halt schon. Das ist richtig frech. Ja, unten, ne? Hier die ganzen Leute, schönes Leben. Wahnsinn. Kommt gerade die Gondel. Ja. Hey, die Seilbahn ist echt ziemlich lang. Wenn du damit von ganz hinten darüber eierst, bist du auch ein bisschen. Ja, so sind also die Arbeitstage in Barcelona. Es war schon hart, also wir haben hier nicht nur eine richtig gute Zeit gehabt, sondern haben auch wirklich Gas gegeben und ich glaube, das Resultat wird richtig gut. Leider dürfen wir es nicht referenzieren, das heißt, der Kunde möchte nicht, dass wir ihn nennen. Ihr werdet den Kunden also nicht erfahren und das Eventvideo wird einfach so produziert. Ja, zeig mal her. Boah, stark. Alter, super cool. So, jetzt ist aber Zeit, einfach auch noch ein bisschen auszuspannen und die nächsten... Morgen haben wir noch einen gesamten Tag in Barcelona. Da nehmen wir euch noch mit in die Stadt und schauen mal, was Barcelona noch zu bieten hat, bevor es dann zu Hause wirklich in die Wintersaison und in den Winter geht. Richtig cool. Auf geht's in die Stadt. Es ist der Job jetzt erledigt und wir sind in Barcelona wieder unterwegs. Hi Basti. Hallo. Servus. Grüß dich. Ich war schon mal hier, ich habe auch YouTube-Videos dazu, sind jetzt oben verlinkt. Und ich war auch schon mal mit dem Fahrrad unterwegs, aber heute ist hier großer Aufmarsch, heute ist hier viel los in der Stadt. Und es ist auch Sonntag, das heißt die Fahrradgeschäfte, wo man Fahrräder leihen kann, sind leider fast alle zu. Jetzt haben wir hier eine neue App am Start. Machen wir so. Donkey Republic und da haben wir uns jetzt Fahrräder gemietet. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Das soll einfach per Bluetooth die... ja, das Schloss freigeben und wir haben einmal das Fahrrad 89, das ist das hier. Wollen wir machen.
kleine Sightseeing-Tour mit dem Fahrrad durch die Stadt. Ich zeige dem Basti die Spots, die ich bisher in Barcelona schon kennengelernt habe, hier der Palacio Nacional. Und ja, da auch ein großes Dankeschön an Jonas, der mir die ganzen Sachen hier schon gezeigt hat. Seinen Kanal verlinke ich hier. Manuel ist eigentlich der geilste Trick, finde ich. So, der macht ihn. So, starker Szenenwechsel. Barcelona liegt jetzt schon wieder eine Woche zurück. Ich war gerade im Gespräch in einem weiteren Termin für Maha Productions bei einem Kunden und jetzt gerade hier sitze ich im ICE der Deutschen Bahn Richtung Stubaier Gletscher. Endlich geht Skifahren, endlich geht die Saison los. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, obwohl es wohl das zerstückelste Video ist, was ich hier geschnitten habe mit den Instagram-Stories und der GoPro. Aber ja, es hat halt während des Jobs nicht zugelassen, dass ich einfach immer wieder im Wechsel Vlog und Projekt gemacht habe. Dementsprechend das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat die Stimmung gut dargestellt. Und jetzt, wie gesagt, geht's auf zum Skifahren. Ich freue mich auf die Saison und ja, freue mich auch, wenn ihr mich auf Instagram und Facebook abonniert. Das sind ja auch die Kanäle, wo ich diese Stories publiziert habe. Und ja, würde sagen, bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.